Das ist er, der Adler vom Simplonpass. Aufmerksam schaut er Richtung Italien und erinnert uns an vergangene kriegerische Zeiten. Wir sind heute hier auf einer weitaus friedlicheren Mission. Der Stockalper Weg ist einer der ältesten Trails der Schweizer Alpen. Vor 400 Jahren wurde er gebaut von einem Kaufmann gleichen Namens. Esel und Maultiere brachten damals Seile und Metalle über den Pass. Wir sind heute Morgen mit dem Postbus angereist, um ebenfalls den Spuren des alten Stockalpers zu folgen. Allerdings mit vollgefederten Drahteseln. Durch alpine Landschaft führt der Weg, entlang an kleinen Flüssen. Immer wieder kommen wir an alten Türmen und Gebäuden vorbei, die einst Teil waren von Stockalpers Imperium. Im Dorf Simplon machen wir eine Pause. Wir wollen uns stärken, bevor es hineingeht in die Schlucht von Gondo. Spitzer Stein. Tief hat sich der Fluss in die Felsen gegraben. Und am Ende der Schlucht erwartet uns eine der seltsamsten Trail-Sektionen, die wir je gefahren sind. Fort Gondo ist eine Festung, die von der Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg in den Fels gesprengt worden ist. Heute führt der Wanderweg mitten hindurch. Als wir ins Tageslicht zurückkehren, sind es noch wenige Kilometer bis Gondo, das letzte Schweizer Dorf vor der Grenze. Am Stockalperturm halten wir an und warten auf den Postbus, denn unsere Reise endet nicht hier. Vor uns liegt noch die andere Hälfte des Stockalperwegs. Vom Simplonpass hinunter ins Rhonetal. Hier beginnt der erste echte Uphill des Tages, der uns zum Einstieg der eindrucksvollen Saltina-Schlucht bringt. Schließlich erreichen wir Brieg, die Heimatstadt des Kaufmanns. Der Handel hat den alten Stockalper reich gemacht, aber nicht nur ihn. Wir Mountainbiker verdanken ihm 2700 Höhenmeter reinsten Single Trail. Herr Stockalper, es war ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wir kommen gerne wieder.